Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Too Nice Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute einen sehr besonderen Gast, gegenüber von uns heute steht, bisschen anderes Setup, Loris Dressel, a.k.a. Loris at the Stove. Schön, dass du da bist. Hi, mich freut es auch, dass ich da sein darf bei euch und fühle mich sehr geehrt, heute mit euch einfach ein bisschen zu quatschen über Essen, über Wein, was ich so mache und was ich einfach den Leuten draußen ja, mitgeben möchte und mitteilen möchte. Ja. Hammer. Wir haben heute hier Weine schon vor uns stehen. Wir haben natürlich schon eingeschenkt, schon Schlückchen schon angestoßen. Wir haben, was sind es da drüben? Sandwiches oder wie sagt man dazu? Genau, das sind einfach belegte Baguettes mit verschiedenen Sachen drauf. Also gerade. Da kommen wir noch drauf, Machen wir langsam jetzt hier, okay? Aber wir haben hier so richtig krass aufgefahren heute auf jeden Fall. Wir haben Essen am Start, wir haben Wein am Start, wir haben Experten in dem Bereich am Start. Deswegen, leg doch mal los, stell dich nochmal ganz kurz vor, was machst du genau eigentlich? Ja, also ich bin gelernter Bäcker und gelernter Koch von Beruf. Hab damals in der Schule früh festgestellt, Holz, Metall und so ist einfach nichts für mich. Mhm. Ich bin einfach handwerklich lieber mit Lebensmitteln unterwegs und habe dann mit 15 angefangen, nach der Hauptschule direkt eine Bäckerausbildung im Ort, weil einfach noch nicht so mobil war wegen Auto und so. Und habe dann mit 18 die Kochausbildung angefangen. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mache ich jetzt gleich Karriere mit Sterneküche oder schaue ich halt, was es alles für Bereiche gibt. Und bin dort dann in ein Hotel gegangen, einfach zum den Hotelbetrieb kennenlernen, so das Halbpension, morgens Frühstück, abends dann verschiedene Gänge zum Essen. Mhm. Von dort aus dann weiter in eine Kantine, hier in Bullshausen zu Mark Hain, einfach zu dem Modethema, weil Mode gefällt mir auch und dann das gepaart mit Essen ist natürlich Bombe. Und, war das dann auch so, dass es da so ein paar Einblicke gab, auch in die Moderichtung genau, und so? Also wie gesagt, das waren die erste. Da meine Eltern dort auch schaffen, von dem her war das so ein Vertrauensklientel. Okay. Und von dort aus ging dann der nächste Schritt in die Großkantine, weil ich gesagt habe, okay, kleine Kantine kennst, Hotel kennst, normale à la carte Restaurant kennst, jetzt brauchst du noch was, die große Kantine und bin dann zu Hugo Boss. Ah, ja, stimmt. Wieder diese Mode mit aufgefasst und was ich dort gelernt habe, war echt krass. Mhm. Und auch einfach mal so einen Großkonzern zu sehen, wie das abläuft, wie du einfach Leute oder deine Mitarbeiter glücklich machen kannst. Und ja, und dann kam die andere Herausforderung, irgendwie sich da wieder so einen Namen zu machen oder halt, ja, dass ich der Loris bin und halt ein geiler Koch bin, so vom Ding her. Und bin dann auf eine Wander- und Eventhütte in Schwarzwald und dort fühle ich mich jetzt gerade mega wohl, bin dort jetzt Küchenchef und einfach diesen zweischneidigen Bereich mit täglich einfach die Wanderleute glücklich zu machen mit Hausmannskost, Schnitzel, Linsen mit Spätzle, Rouladen und dann abends halt exklusive Menüs oder Buffets für Hochzeiten, Geburtstage, Veranstaltungen und es ist halt einfach ja, cool, macht Spaß und wie ihr seht, Wein und Essen ist halt einfach dein Ding. War mein Ding. Was für eine Vorstellung. Ey, schon krass. Ja, also auch geiler Werdegang. Ganz viele verschiedene Einblicke. Ich denke, das macht auch ganz oftmals eine Kochkarriere aus, oder? Mhm. Dass man in viele Küchen reinkommt, viele verschiedene Workflows kennenlernt. Jetzt hast du erzählt, du bist auf dieser Wanderhütte, bist momentan dort in Vollzeit, arbeitest dort als Küchenchef. Du hast aber nebenher noch, sage ich mal, deine Brand als Loris at the Stove. Gibt es Workshops, Kochkurse? Was genau ist da deine Mission? Erzähl mal da noch ein bisschen was drüber. Also da ist meine Mission, in der Foodbranche ist einfach mittlerweile so, dass die Leute echt übel verarscht werden. Also es gibt einfach Marken, wo viel zu überteuert sind. Manche sind zu Recht so teuer, das steht außer Frage, aber ja, Gewürzmischungen, Weine, jeder geht auf Mainstream mittlerweile. Und meine Mission ist da, einfach den Leuten Basics zu zeigen und halt Sachen erklären, wo sie dann sagen, hey, das ist gar nicht so schwer, daheim zu kochen. Mhm. Und so hat es angefangen mit Kochkurse. Damals im Lockdown noch online, über Zoom, einfach mit Kindern angefangen zu kochen. Genau. Da ging das auch los, oder? Genau, da ging das dann los. Hab dann mit vier Kindern jeweils übers Internet gekocht. Die haben dann für ihre Eltern daheim gekocht und das war so ein mega Hype drauf, krass. Dass ich dann ja im Jahr 15 bis 20 Kochkurse hatte. Und wie alt waren die dann? Die waren sechs.
Was? Ja, das war, mit denen habe ich dann Lasagne gemacht und also weißt du, ganz einfach Basics an. Geil, und, okay. Und die eine Familie, das ist so im Kopf, bei denen ist Sonntagabend jetzt Lasagne essen. Da macht das Kind immer die Lasagne für die ganze Familie, da kommt mittlerweile die Oma und so noch dazu. Und ja, und das ist dann so richtig geil. Und das ist dann, wo ich dann sage, okay, das ist meine Mission und irgendwie kommt es gut an. Ja. Und das immer wieder ein bisschen ausgebaut, weil du darfst ja nie stehen bleiben letztendlich. Ja. Und bin dann auf das Thema Wein gekommen. Mhm. Und auch da, es gibt ja viele Weine auch aus Ausland und so. Und ich habe gedacht, hey, wir haben hier in Deutschland oder gerade bei uns in der Region so geile Weingüter, wo halt keiner kennt oder wenige kennen. Und das, meine Mission zu machen, das einfach ein bisschen nach vorne zu pushen und zu sagen, hey, es gibt einfach mega geile Weine, wo du hier vor der Haustüre kriegst. Ja. Und ja, wir werden sehen, was sich daraus jetzt noch alles so entwickelt und ja, mit verschiedenen Events und ja. Wo die Reise hingeht. Genau. Ja. Boah, einiges vor, auf jeden Fall, auch schon einiges gemacht. Aber ich finde es immer so spannend, wo dieser ganze Background herkommt, dieses ganze Wissen. Jetzt zum Beispiel bei Hugo Boss, wenn du sagst, es war richtig krass. Was waren da so die Learnings? Was hast du da mitgenommen? Wie ist es dort? Weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Für mich ist eine Kantine. Aber wenn man sagt, das ist richtig mega dort, das ist richtig krass, was ist denn da krass? Was ist da so, was du sagst, das sind meine Learnings, die ich daraus mitgenommen habe? Und das fand ich mega, dort gearbeitet zu haben. Also es war halt für mich das Krasse zu sehen, wie man innerhalb von 2 Stunden bis zu 1200 Leute glücklich machen kann mit 4 frisch gekochten Menüs. Und das einfach zu sehen, wenn du morgens um 7 anfängst, bis um 12 und dann ab 12 geht die Post ab, kommt dann die komplette Hugo Boss Firma zum Essen. Krass. Und kriegt halt einen Zwiebelbraten mit Spätzle und Soße und alles frisch gemacht. Ach was. Und genau, also und das ist dann halt dieses Benefits, was der Chef den Mitarbeitern halt dann auch gut subventioniert und einfach die Leute glücklich macht. Und das war für mich unvorstellbar zu sehen, hä, wie kannst du innerhalb von 2 Stunden kurz so viele Leute glücklich machen? Und ja, und so hat jede Aufgabe bis jetzt seinen Bereich gehabt, wo ich gesagt habe, hey, das ist krass zu sehen, wie sowas funktioniert. Und ja, man lernt nie aus und deswegen war es echt richtig cool, haben in einem richtig coolen Team zusammengearbeitet, aber halt gemerkt, hey, die Aufstiegsmöglichkeiten sind nicht da. Ich bin jung und will ich das bis an mein Lebensende machen oder will ich doch noch der Welt zeigen, hey, das bin ich und verstecke mich nicht in einem Konzern, sondern komm raus. Und klar, es hat wieder mit dem Wochenende frei und so, jetzt jedes Wochenende wieder schaffen, lange arbeiten und so, das war damals bei Hugo Boss schon der Luxus, sage ich mal. Aber ja, bis jetzt den Schritt nicht bereut, einfach mal wieder Vollgas zu geben und Lebensqualität zurückzuholen. So. Schön. Das hört sich echt gut an, muss ich sagen. Ja. Was gibt's denn, also hast du jetzt viel gesehen, viele verschiedene Küchen, auch wahrscheinlich Zielrichtungen oder Workflows. Was war da so bisher dein Favorite? Oder kann man das überhaupt so sagen, dass irgendwie das à la carte hat mir am meisten Spaß gemacht oder habe ich am meisten gelernt? Weiß nicht, gibt's da irgendeine Zeit, wo du sagst, das war schon die coolste Zeit bisher? Also es hatte alles irgendwie was Cooles an sich, dadurch, dass es ja die verschiedenen Bereiche waren, gab es immer irgendwas Geiles. A la carte war halt immer, hey, dieses ins kalte Wasser reinspeisen, du weißt nicht, wie viele Leute kommen, wer was isst, du musst halt improvisieren, da ist mise en place, wie wir in der Küchensprache dazu sagen, ist dann einfach das Wichtigste, dass dein kompletten Posten steht, alles vorgeschnitten, die Soßen vorgekocht, sodass du wirklich Vollgas machen kannst und dann halt dieses Umdenken zur Hotelküche, wo dann halt morgens die Leute ihr Menü aussuchen, was sie wollen, du bereitest es vor und innerhalb von einer halben Stunde hast du quasi das Menü raus. Auch cool und einfach diese ganze Basics immer wieder von jemand anders noch zu lernen und dann umzusetzen in dann deine eigene Kochsprache, wie es mir jetzt zum Beispiel gefällt mit regionalen Produkten und also asiatischer Touch dazu. Ja. Also wirklich krass Säure, krass Schärfe, aber so dass es eigentlich, du einen Löffel nimmst und denkst, boah, ist eigentlich schon fast zu heftig, aber irgendwie auch schon wieder geil. Und das ist so, wo ich dann sage, hey, genau das ist mein Ausdruck an der Sache. Und das konnte ich überall ein bisschen mit einbringen und jetzt halt endlich richtig nach vorne gehen. Und ja. Das heißt, du hast auch so einen komplett eigenen Kochstil entwickelt, mäßig jetzt gerade mit diesem asiatischen Touch. Erklär mal, wie kam das zustande? War das einfach so eine Eingebung oder ist auch deine Lieblingsküche zum Essen und zum Kochen auch? Das war's. Also das ist schon immer so meine Favorite-Küche, so die asiatische und Es gibt einen Koch, der Tim Raue, der macht das ja auch so ein bisschen in diese Richtung und war einfach sehr imponiert von ihm, was er so macht und habe gedacht, hey,
das, was er macht, kann ich ja noch ein bisschen abwandeln. Und weil es ist halt übel geil, die Leute zu verzaubern, weil jeder kennt ein Stück Fleisch oder sonst was, aber das dann halt so Geschmackskombinationen hinzubekommen, wo jeder denkt so, hey, wie kann Blumenkohl und Schokolade zusammenpassen? Mhm. Oder wie kann eine Karotte mit Maracuja, Olive und Sojajoghurt schmecken? Mhm. Dass du denkst so, hey, krass, in einem normalen Menü hast du ja immer so einen Zwischengang, wo es früher das Sorbet mit Champagner aufgegossen wurde und ich sage, hey, warum? Jeder macht es, wir machen was anderes. Bei uns gibt es als Zwischengang wirklich so einen frischen Kick, frische Karotten, Sojajoghurt, Maracuja und Oliven drüber, so ja. Vom Ding her, wo du sagst, hey, krass, das macht mega frisch, mega wach und dann ist das eigentlich schon so ein Selbstläufer von dem her. Und, cool. Ja. Okay, das heißt, du hast auch das Menü aktuell, was ihr fahrt, in dem Lokal entwickelt? Genau. Und erzähl mal kurz, was kriege ich in dem Menü, was gibt's da? Die, also es gibt ja eine Buffet-Mappe letztendlich, wo verschiedene Menüs drin sind. Mhm. Die werden jetzt komplett nach und nach von mir überarbeitet. Also weil ich bin erst seit Oktober dort jetzt. Ah ja, stimmt, so langsam. Genau. Also die normale à la carte Karte habe ich so übernommen, weil in einem funktionierenden System einfach übernommen, ist am Anfang zum Starten mega cool. Besten, ja. Genau. Und jetzt mit den Menüs, jetzt war das erste Highlight, das Silvestermenü, wo man wirklich 100 Leute mit 6 Gänge und da ging es dann wirklich richtig vorwärts mit komplett eigenem Menü kreiert. Geil. Da gab es gerade diesen Zwischengang zum Beispiel. Mhm, ja. Oder dann gab es im Hauptgang ein rosa gebratener Tafelspitz, geschmorte Short Ribs mit Kürbispüree, Trüffel. Ach, geil. Und dann gab es eine Rinderbrühe mit Meeresfrüchte-Maultaschen. Also, weil Rind und Garnelen oder Meeresfrüchte passen mega gut zusammen. Und das dann noch mit Pilze dazu. Und ja, das war dann schon so, wo du dann sagen kannst, hey, uns geil ist schon halt so um 11:30 rauszulaufen zu den Gästen und du merkst, jeder ist so begeistert und jeder kommt mit dir so ins Gespräch. Hey, wie bist du auf das gekommen und wie geht es und wie machst du das? Und geil. Das ist halt einfach diese Wertschätzung, ist halt in der Branche viel wichtiger wie jetzt viel Freizeit oder so, sag ich mal. Und das ist einfach, ja, das tut, glaube ich, jedem gut, so Wertschätzung zu haben. Von dem her. Auf Aber jeden Fall. Wie kommst du da drauf? Also wie inspirierst du dich, wie kommt man allgemein als Koch auf die Gerichte, wo holt man sich die Sachen her? Also gibt's da, habt ihr eure Special-Köche, wo ihr sagt, das sind so die Sachen, wo ich mir was raushol, gerade dass jetzt da Rind mit, was war's? Meeresfrüchte zusammenpasst. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Grundwissen ist, das man haben muss, oder ob das dann einfach Skills sind, die man hat. Kochkodex, gibt's sowas? Ja, das ist, es gibt viele Bücher und alles, aber es ist halt, ich in der Freizeit gucke halt keine Netflix-Serie irgendwie, sondern schaue halt irgendwie eine Kochdoku an oder so. Mhm, ja. Und da nimmst du ja dann immer wieder was mit raus. Und ja, also 90% von meinen Rezepten, wo ich so mache, kommen mir nachts. Also ich träume nachts vom Essen. Das klingt komisch, aber da, das ist so gefühlt. Ja, der ist schon leer. Also dieses Rind und Meeresfrüchte war jetzt zum Beispiel so, liegst im Bett, denkst nach und denkst so, hä, jeder liebt Surf and Turf Burger, sag ich mal. Ja. Also warum dann nicht eine Brühe machen und Meeresfrüchte Maultaschen dazu? In der Maultasche? Ja, in der Maultasche. Ja, okay, krass. Stimmt, das ist schon, so, macht Sinn. Ja. Und ja, weil, also das ist bei mir so, nachts ist so die kreativste Phase, da liegt da immer ein Buch nebendran. Ach was, so krass. Also wenn ich nachts aufwache, dann schreibe ich mir sofort was auf. Heftig. Ja, das ist so, ja. Ja. Also wir sind hier am Trinken, man hat es gerade gehört, wir haben angestoßen, Felix hat schon wieder leer. An der Stelle lohnt es sich natürlich auch erstmal noch auf YouTube rüber zu switchen, die es gerade auf Spotify richtig hören. Weil ihr bekommt dort natürlich auch in Form von Bildern zu sehen, ne, was haben wir hier für Weine, was haben wir zum Essen. Ihr seht, wie angetrunken wir nachher rausgehen aus der Folge. Nee, aber genau, die Folge gibt es jetzt special auch auf YouTube in voller Länge. Das kann ich weitermachen. Ja, wir haben hier super Weine rumstehen. Felix hat schon leer getrunken, natürlich sein Glas. Ich habe noch voll, ich trinke kurz leer, gib mir 3 Sekunden. Ah ja, das sollte reichen. ja, wenn wir bei dem Weinthema schon sind, erzähl mal, wie ging es mit dem Thema los? Also ja, Thema Wein, drei. Klar, passt.
passt gut zum Essen, aber sind ja auch zwei unterschiedliche Bereiche. Der ist so süß, den runter zu. Aber gut. Easy, gell? Süßig, läuft ist runter wie Wasser. Ist halt, ne? Läuft halt. Das wird halt richtig gefährlich, Leute. Das wird richtig gefährlich. Ja, wie kam das? Also, es ist ja schon auch eine krasse Leidenschaft von dir. Jetzt Wein mittlerweile, du machst regelmäßig Wein, Wine-Tastings, auch Videos auf deinen Social-Media-Accounts. Montags kommen die, ne? Dienstags. Dienstags. Dienstags ist immer so Weindienstag. Nee, Weindienstag. Wie kam das zustande mit dem Wein? Kam das auch einfach so, hat sich das entwickelt? Ja, das war einfach auch abends ja, öfters essen gegangen und dann gedacht, okay, immer ein Bier trinken ist auch komisch. Und dann ging irgendwann das Thema Wein los und das erste Mal in einem Restaurant gewesen und eine Weinbegleitung gehabt. Mhm. Und so, hey, geil, es gibt ja voll verschiedene Sorten und so. Und dachte mir, hey, das nebenher so einfach über Schulungen oder so dir selber beizubringen, gerade mit Weingütern zum Telefonieren, reden, hey, ich würde eventuell mal vorbeikommen, einfach mal zum eine kleine Weinprobe bei euch zu machen, einfach zu sehen, wie Wein hergestellt wird, mhm. Weil Wein ist ja die eigene Sprache. Wein hat einfach eine eigene Sprache und das dann mir wieder als Auftrag gegeben, hey, wir nehmen jetzt nicht diese Mainstream gehypten Weine, wie jetzt der Ikes oder so, ja. Sondern wirklich nur Basic-Weine, wo du sagst, hey, du brauchst keine Flasche für 50, 60, 70, 80 Euro, wenn du halt die gleiche Qualität zu einem günstigeren Preis bekommst, wie jetzt zum Beispiel hier haben wir jetzt einen Sekt, einen Blanc de Blanc von Reichsrat von Buhl, der ist qualitätsmäßig ein bisschen wie so ein Moët Eis vom Ding her einfach, aber kostet halt einen Bruchteil, sag ich mal. Ja. Und das ist dann halt so dieses Geben und Nehmen, wo ich dann halt die Weingüter vorstelle und einen Mehrvorteil habe, weil klar, Wein trinken macht immer Spaß. Ja, ja. Der Weinkeller füllt sich daheim und es ist halt immer schön, auch dann die Leute wieder zu begeistern, was es dann wieder für krasse verschiedene Sachen gibt. Wir haben hier jetzt also zwei Weine vom Weingut vom Christian Hirsch aus Leingarten, das ist in der Nähe von Heilbronn. Einfach mega cool. Wir haben hier jetzt so etwas Süßeres, so ein Kabinett, einfach zum Starten, mit dem sind wir gestartet. Das war der hier links. Ne? Genau, wenig Alkohol, einfach zum, ja, so ein perfekter Sommerwein zum richtig trinken. Und jetzt haben wir als nächstes eingeschenkt einen Sauvignon Blanc, der Virginia, und gibt halt immer überall eine Geschichte dazu. Das Etikett ist jetzt zum Beispiel ein Gemälde, wo bei seiner Oma in der Wohnung hängt. Was? Und das hat er quasi dann jetzt als was? Etikett gemacht. Und das sind halt so ja, Kleinigkeiten, schmeckt ein bisschen wie so ein Neuseeländer, also einfach viel, ja, ihr riecht selber, frisches Gras, Heu, Zitrone, Grapefruit, einfach so. Mm-hmm. Ja. Hört man uns? Wir sind fleißig am Riechen. Also geht schon mal gut ab in der Nase. Lass mal probieren. Und das ist halt einfach diese frische. Oh, der hat Kohlensäure. Mhm, bisschen. Geil. Mhm. Sehr frisch. Mhm. Eben Zitronengras ballert ja. Schon in der Nase. Aber schmeckt man auch. Und ihr seid jetzt gerade das beste Beispiel dazu, warum ich dieses Weinthema so lieb. Du kannst einfach philosophieren. Jeder kommt und riecht und sagt, hey, das riecht auch ein bisschen nach dem oder das riecht ja, nach ja. dem. Oder ja. Also und ja, alles, was du so in der Natur aufnimmst, riechst du ja dann auch eigentlich da wieder so, weißt du, frisches Moos oder ja, wenn es draußen nass ist im Herbst, so das Laub oder so, nimmst du wahr und riechst irgendwie und denkst so, hey, das ist krass. Ja. Und das ist halt was anderes wie jetzt bei einem Bier oder so, da sitzt halt zusammen und trinkst halt 3, 4 und ja, bei ja, was und über Wein kannst du halt auch noch sagen. Philosophieren. Ja. Genau. Riecht nach Bier, ja. Genau, riecht echt so. Riecht nach Hefe oder ist drüber also, oder ja. Ich sehe uns schon auch eher auf der Genießerseite. Ich sag's immer, ich hab's mir immer mit einem Hähni davon. Liebe Grüße an der Stelle. Befreundeter Sommelier. Und er sagt immer, es kommt nicht drauf an, wie viel man weiß oder irgendwas. So. Weil ich sage immer, ich habe keine Ahnung von Wein, ich trinke es einfach gern und rede auch gern drüber. Und er sagt auch immer, es spielt keine Rolle, wie viel Ahnung man drüber hat. Man kann drüber philosophieren, es ist immer die eigene Wahrnehmung. Man riecht, schmeckt was, einem schmeckt es, dem anderen nicht. Und so entsteht einfach ein richtig geiles Gespräch, eine Diskussion. Eben, man hat eine geile Zeit, finde ich immer, wenn es um das Thema Wein geht. Und deshalb ultra geil. Aber trotzdem finde ich es immer geil, wenn man jemand hat, der sagt, ja, das braucht man. Überleg also, mal, es riecht nach Grapefruit, nach frischem Gras und
da muss man erstmal drauf kommen, dass das so riecht, also dass das danach riechen könnte, weil du brauchst auch ein bisschen diese Kreativität, wenn du an so einem Wein riechst. Ganz klar. Und wenn dir aber jemand so ein bisschen eine Vorlage dafür gibt, so und dich da mal ein bisschen so hinleitet, wo das Ganze hingeht, und du dann dran riechst und dann das erstmal so wahrnimmst und dann da reinkommst, also ich finde das halt mega, wenn man da so jemand hat, also gerade wie Henning, also ja, der das macht ist ja das wirklich schon krass. Der absolute Wahnsinn, wenn du dich mit dem da hinstellst und der erzählt ja, wie das Ding da komplett produziert wurde von Anfang bis Ende und du stehst da und du weißt nicht, was du sagen sollst. Ja, klar. Ja, ja. Sagen dann auch viele halt, hey, du spinnst, was du da rausriechst oder wie kann das jetzt nach Artischocke riechen oder sonst was. Wie riecht eine Artischocke? Genau, viele dem letzten Diskussion gehabt, hey, was du da machst, das ist ja so leicht überheblich in den Weindienstagen, sage ich mal so. Dann sage ich, warum? Nimm doch den Wein, riech rein und du wirst merken, das ist einfach, ja, einfach Augen zumachen, riechen und dann an irgendwas erinnern. Wenn es aus der Kindheit ist, wenn es irgendwas, was du im Täglichen irgendwie aufnimmst, wenn du jetzt jeden Tag den Biomüll leerst und du hast jetzt zum Beispiel einen kaputten Wein, denkst du immer an den Biomüll. blöd gesagt. Oder ja, wenn du jetzt im Sommer draußen Gras mäschst, denkst du zum Beispiel immer an diesen Wein. Mhm. Hey, guck mal, ich habe jetzt den Wein getrunken, den könnte ich doch jetzt wieder trinken. Ja. Passt zum. Aber du hast recht, der hat schon auch geht in diese Richtung Cloudy Bay eben. Aber ich finde den besser, um ehrlich zu sein. Und kostet halt wieder einen Bruchteil. Also immer wieder bei dem Thema. Was kostet der? Was meine Aufgabe ist, ich glaube, da liegt man bei 16, 17 Euro oder so, die Flasche. Wo du dann halt sagst, hey, das ist meine Aufgabe. Jeder macht mittlerweile Werbung für die ganzen Großen und ich nehme es mir halt zur Aufgabe, die Kleinen irgendwie nach vorne zu pushen, weil die es genauso verdient haben oder vielleicht fast noch mehr verdient haben, weil da halt wirklich, also wenn du bei der Ernte dabei bist, da geht die Oma noch mit zum Rebstock und schneidet die Trauben aus und also das ist schon richtig geil und wenn es einen Mehrwert hat, dann letztendlich und ja. Das beste Beispiel ist mein Vater. Grüße gehen übrigens raus. Ja, Grüße an den Vater. An den Vater. Das war leidenschaftlicher Biertrinker. Mhm. Und seit ich mit dem Weinthema angefangen habe, er überall nur noch Hirsch. Ich trinke nur noch Hirschwein. Ich brauche kein Bier mehr und nichts mehr. Das ist so geil. Das macht so Spaß. Und, fett. Und ja. Und dann, wenn du halt so ein Feedback wieder bekommst, das sind wir wieder bei der Wertschätzung. Das ist halt einfach richtig geil. Ja. Und ich möchte keinem Koch irgendwie imponieren oder so oder keinem Sommelier, sondern ich mache es wirklich als Hobby und versuche mir da nebenher noch ein bisschen was aufzubauen, wo man später vielleicht mal sich selbstständig machen kann drauf. Das ist so quasi dieser Loris, also Stove-Brand, nach vorne zu bringen. Auch mit eigenem Merch habe ich ja dazu noch ein bisschen. Und also so die Weichen sind gestellt und jetzt schauen wir mal, in welche Richtung es noch geht. Nach oben keine Grenzen, sag ich mal so. Ja. Ja. Einen eigenen Wein schon hergestellt. Und ein Cuvée hat es erzählt. Ein Cuvée, genau. Und das mal zu sehen, wie du aus 5 Fässern der gleichen Rebsorte einen Wein nachher letztendlich machst, wo dir schmeckt. Dann sagt er, hey, mach noch 20% von dem dazu. Jetzt probier mal, schmeckt er dir? Ah, vorher war er besser und dann hast du halt einen eigenen Wein. Krass. Dann ist 150 Flaschen eigener Wein, den verkaufst du mit deinem Logo und dann ist es so und der ging innerhalb von einer Woche waren die 150 Flaschen komplett ausverkauft und ich bin ja ein No-Name auf dem Thema. Also cool. Und das ist dann halt schon mega cool, was du mit Kleinigkeiten erreichen kannst und ja, das ist ja wie bei euch auch. Also was ihr habt auch zwei Visionen oder eine Vision gehabt und macht was richtig Geiles draus und das merkt man einfach, dass es euch mega Spaß macht, schon wo ich zu euch ins Büro reinkommen bin. Ja, einfach gleich gute Laune. Immer gut. So muss das sein. Ja, guter Start, das natürlich. Ja, ist halt einfach, wenn man mit Menschen zu tun hat, die was leidenschaftlich machen, wie bei dir das Kochen oder das Weintrinken, bei uns das Filme machen und Social Media, dann läuft es einfach. Dann hat man eine geile Stimmung und es kommt was Geiles raus am Ende. Wir packen alle deine Sachen, die es irgendwie gibt, Links und so in die Beschreibung. Unten rein könnt ihr reingehen. Die Links zu den Weinen, zu dir, zu deinem Shop, zu deiner Homepage, was auch immer. Social Media, Instagram, ne? Genau. Bist unterwegs. Pack mal alles da rein, also checkt es gerne mal aus. Und wenn ihr einen Kochkurs machen wollt, dann hier haben wir den Experten dafür da. Das ist so, ja, da können wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, start direkt rein. Ich würde mal sagen, guck mal, die Platte ist genau in dem Blickwinkel von der Kamera. Jetzt sag doch mal, was haben wir hier eigentlich? Das sieht so, ich drehe durch. Ja, ist brutal. Was ist das hier? Close-up dann. Ich habe euch hier jetzt zwei Baguettes mitgebracht. Das eine ist jetzt
meine Ding wieder mit der asiatischen Küche. Mhm. Hier haben wir dann unten drunter so eine Chili-Kräuterbutter, dann ein Rumsteak gebraten mit einer selber gemachten Teriyaki-Soße, die halt einfach 8 Stunden langsam geköchelt hat, sodass du wirklich diese kräftige Note dabei hast. Shiitake-Pilze sind noch mit drauf, also einfach, und auch Yuzu ist mit drin, also Yuzu ist also so eine Art Zitrone, also aus dem Asiatischen, die gibt so einen richtigen Kick, also ich eigentlich, wenn du das so pur nimmst, dir zieht es komplett alles zusammen, du denkst so, boah, wie kann man sowas essen, okay. Aber wenn das dezent eingesetzt ist, ist es mega geil. Und auf dem anderen was Vegetarisches, da haben wir einfach geschmorte Tomaten mit Burrata. Und weil ihr ja auch so Food-Liebhaber seid, habe ich euch jetzt einfach mal was Besonderes mitgebracht. Ein Trüffel. Mhm. Ja. Einfach der Burgunder-Trüffel genommen. Das ist einer von den 5 teuersten Trüffeln. Da kostet das Kilo zwischen 400 und 2000 Euro. Habe ich für euch da jetzt draufgeballert und nicht gespart. Wie viel Kilo sind drauf? Also von dem her, ja. Euch soll es ja auch gut gehen. Komm, ich habe es. Oh mein Gott, ihr müsst auf YouTube rüber. So, pack mal jedem 2 drauf hier am besten, oder? Dann verteilen wir die Kollegen mal. Und diese Teriyaki-Soße war auch so eine, oder ist so eine Eigenkreation von dir? Genau, einfach noch, also es gibt da so die Grundrezepte, klar, was Soßen anbelangt, aber dann halt einfach noch ein bisschen was dazu gemacht, wo du denkst, hey, das könnte vielleicht noch ganz geil sein. Mhm. Und dann einfach auch Abwandlungen dazu machen, mit verschiedenen Chilis zu spielen oder was da halt alles gibt. Bin ich gespannt, ja. Und wie gesagt, diese regionale Produkte, auch das Fleisch jetzt dann halt zum Symbolisieren von einem Kumpel von mir, der Rinder mittlerweile züchtet. Und ja, da ist das Fleisch halt her und du merkst halt einfach auch die Qualität, wo du dann nachher sagst, geiler Scheiß, du hast, ja, du hast kein Supermarkt-Ding oder von einem Metzger, sondern wirklich die Tiere streichelst du, mit denen Tiere lachst du, mit denen machst du Scheiß. Ich habe dort auch schon einfach im Hintergrund, also einen Grillkurs gemacht auf dem Hof. Und im Hintergrund sind dann die Rinder oder die Kühe, ja, weißt du, schauen dir nur zu, wie du quasi so Steaks und Burger brätst und so. Das ist halt dann schon ein geiles Feeling zum Ding her. Und ja, wie gesagt, jetzt lasst es euch mal schmecken. Boah, und brutal. Ich hoffe. Und wir starten mit der Teriyaki-Abfahrt, oder? Ja. Dass wir hier alle vom selben reden. Was würdest du noch sagen? Und ich sage immer so, bei Baguette oder Burger, ihr müsst es essen und wenn es keine Sauerei gibt, habt ihr es falsch gegessen. Das ist, also es gibt nichts Geileres wie einen richtig fetten Belag, sodass dir rechts und links eigentlich alles rausläuft. Am besten danach duschen genau, müssen. Genau, am besten. Fuck. Okay. Guck, schon geht's los. Jetzt habe ich schon hier Scheiße gebaut. Deswegen, das muss rein in die Fressluke, in guten Freunde. Also ich filme gerade, wie Felix das versucht zu essen. Oh, guck mal, wie sauer er das ist. Mhm. Ich bin geübt da drin. Und wichtig halt, den Mund groß aufmachen, dass du wirklich alles reinkriegst. Also mal nochmal? Eine große Fresse ist wichtig. Moment. Die große Fresse ist hier ja voll nicht angebracht. Sagen. Die habe ich. Aber die ist vorhanden bei dem Kollegen. Guck mal hier richtig, jawohl, auch rein das Ding. Guck mal richtig, die Kamera schön ins Gesicht rein. Jawohl, Alter, okay, sieht jetzt schon übel aus. Mhm. Nee, super, also. Was schmecken wir jetzt da raus, wenn du jetzt da mal so reinbeißt, die Soße, das Fleisch, das alles? Was ist so jetzt das Erste, wo du sagst? Moment. Ja, ich kann jetzt richtig. Ja, ich finde immer, man muss einmal komplett alles drin haben, dass man es bewerten kann, ne? Das ist so. Dann bewerten wir mal das Ding. So, meine Freunde, ich schnapp mir jetzt auch mal hier diesen Kollegen. Und der Mehrwert also die Soße ist brutal. Ja. Wie geil das Fleisch aussieht. Wir haben eine richtig schön dezente Schärfe. Woher kommt die? Ist irgendwas mit Chili oder gerade von der Teriyaki-Soße? Genau, da ist einfach die eigene Currypaste ist mit drin. Mhm. Also, und da sind 3 verschiedene Chili-Sorten mit drin. Einfach dezent eingesetzt, weil klar. Und da macht es jetzt halt aus, wenn du 5 Gramm mehr benutzt, dann kannst du eigentlich fast nicht mehr essen, weil es wirklich so auf die Fresse ist. Und das ist halt ja, einfach so zu zeigen, das bin ich, das ist meine... Ja, die Pilze haben wir noch, genau. Genau. Den muss ich mal einzubringen. Alter. Das geil. Ist ja geisteskrank. Aber wie soll ich das essen? Und dann, ja, halt, geht und dann halt noch der Wein das dazu. Das passt. Das Fleisch dann. Ist einfach geisteskrank. Das ist einfach unfassbar. Das ist so schön, auch jetzt auch kalt zum Beißen. Genau. Mhm. Und das war ja
die Idee hatte ich, weil ihr im Office habt ja keine Küche oder so, was bringe ich zum Essen mit, ja, klar, wo ich nicht warm machen muss oder sonst was und wo halt trotzdem mich widerspiegelt und ja, Brot geht immer. Wahnsinn. Also super geile Kombination, auch das richtige Brot finde ich dafür gewählt. Was ist für ein Brot? Das ist so ein Vollkornbrot und das andere ist einfach so ein Dinkel Ciabatta. Es ist aber eine sehr besondere Schärfe, muss ich gerade feststellen, weil die ist überhaupt nicht wie andere Schärfen so dominant, drängt sich in den Vordergrund, die kommt eher sogar so ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Guck mal, das ist einfach perfekt. Mhm. Oh mein Gott. Da ist Simon nicht begeistert. Ey, vielen, vielen Dank. Bei Chilis ist es immer so, oder bei so Chili-Soßen, es gibt halt viele, die sind einfach nur scharf. Und dann gibt es halt auch manche, oder die, wo ich selber mache, die hat trotzdem noch so einen Grundgeschmack, wo du sagst, hey, das ist wirklich geil, das ist eine Schärfe, ja, aber halt nicht zu dominant und du kannst wirklich auch den Löffel nehmen und so probieren. Das ist nicht so wie Tabasco oder diese Sriracha-Soße, was da alles so gibt, wo halt einfach nur die Fresse dir komplett verbrennt und du denkst, boah, jetzt kann ich 3 Tage nichts mehr essen, weil ich nichts mehr schmecke. Also geschmacklich wirklich ein Fest. Ultra. Harmoniert super gut zusammen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich gehe jetzt in die zweite Runde. Burrata-Abfahrt rein. Burrata-Abfahrt. Ja. Boah, und da müsst ihr auch einmal einen Blick drauf werfen auf dieses Teil hier. Mach du das, ich beiß rein. Boah. Schau du drauf, ich beiß rein. Gönn dir. Auf die Luke rein damit, jawoll. So, das haben wir uns jetzt hier auch noch weg. Erzähl nochmal ganz kurz, was haben wir? Wir haben geschmorte Tomaten, waren das? Genau, geschmorte Tomaten mit Burrata. Der Trüffel. Und dann halt den Burgundertrüffel mit drin und nicht gespart. Also das ist wirklich so, die komplette Fresse ist voll mit Trüffel. Da ist so. Oh, wow, okay. Übel. Also der erste Trüffel. Und um das geht's ja. Das ist das, was ich vermitteln möchte, hey, Essen ist einfach auf die Fresse, geil. Macht Spaß zum Kochen und auch zum nachher dieses Feedback zu haben. Wie jetzt, du warst, Simon, du bist das beste Beispiel, gerade eben der erste Biss und du dein Gesichtsausdruck, also der war geisteskrank. In welchem Universum bin ich jetzt gelandet? Übel. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ja, ja. Dass das so ballert. Also wirklich, du beißt da rein, du spürst, ich habe als erstes die Tomate gespürt. Klar, wenn du da drauf beißt, dann explodiert es halt von der Tomatensäure, aber dann direkt dahinter der Trüffel. Mhm. Und die Burrata selber, das war dann einfach nur so ein Selbstläufer. Das war halt so, genau. Ist halt, bin auch dabei. Genau. Balanciert das Ganze halt auch nochmal aus, ja, weil du hast diesen geschmacksneutralen Burrata, sag ich mal, wo das einfach nochmal ein bisschen die Harmonien in das Ganze mit reinbringt. Dadurch, dass so viel Trüffel drin ist, macht es den Burrata wieder ein bisschen, also das wertet den halt auch gut auf, bringt den in die Balance. Und nicht so trüffelig, nicht zu trüffelig dann. Sondern das macht sie wieder ein bisschen neutraler. Guck mal, wie sitze ich denn hier? Essen dieser zwei Kleine. Hammer. Ja, ich brauche auf jeden Fall nochmal einen richtig fetten Biss von dem Teil. Ehrlich. Ich habe aber mal so richtig rein da. Super. Schon auseinander, der Kollege hier. Ey, was die sich denken müssen in der Folge. Nur so Geschmatze. Wirklich so. Boah, krass. Geil. Also wenn du die nicht isst, lass davon nachher Bilder machen. Ja klar. Können wir machen. Deswegen habe ich nicht runtergebissen, weißt du. Ah genau. Ja, okay. Und ich weiß ja, wie es schmeckt von dem. Wie großzügig. Ja. So. Zu gütig. Ey, Wahnsinn. Wo kriege ich die? Wie kann ich die nachmachen? Die kriegt ihr bei mir dann auf der Instagram-Seite. Direkt kommen dann immer wieder, also jeden Freitag mache ich so Basic Friday, nenne ich das Ganze. Kommen einfach so Basic-Rezepte, weil Kochbücher, Kochvideos gibt es wie Sand am Meer, aber halt keiner erklärt so richtig so einfach, wie man eine Soße kocht, wie man Basics macht, wie du das perfekte Steak brätst, wie du Beilagen machst, Spätzle, Bratkartoffeln oder und dann kommt halt öfters auch mal noch so ein komplettes Video von mir, wo ich dann jetzt gerade so für euch so Baguettes oder so mache oder halt auch komplette Tellergerichte, wie jetzt zum Beispiel dem letzten Gurkensalat gemacht mit Sprite. Also so, das war so auch wieder nachts irgendwie, hey, es gibt doch so diese gepickelten Gurken, wo du so diese eingelegten Gurken und dann, wie geil wäre denn das, wenn irgendwas Sprudeliges noch dabei wäre, wenn du das so nimmst und du hast so dieses Prickeln im Mund. Prickeln dann, die wirklich dann in dem Salat nachher, wenn du die... Durch die Kohlensäure, also wenn du die Tupperdose dann aufmachst und dir so eine Gurkenscheibe rein
reinziehst, du hast das Prickeln im Mund, du hast die Gurke, du hast die geil. Säure, du hast auch Chili wieder dabei und das ist so, egal, das macht einfach Spaß. Ja, ja, ja. Wie gesagt, das ist eigentlich schade, dass wir nur drüber reden. Ja. Das ist wirklich so. Und vor allem für die Zuhörer draußen wird es umso schwieriger. Ja. Aber, ja, das gesagt, bekommen sie ja dann bei dir. Genau. Aber gibt es Videos von diesen zwei Gerichten hier? Noch nicht, nee. Okay, dann ist das dein nächstes To-Do, Challenge, weil wir brauchen Links für diese Dinger hier, wie die funktionieren, wie man die herrichtet, wie man das macht, wie das ganze Ding funktioniert. Ja, echt brutal geil. Wahnsinn. Also dieses Teriyaki, das ist, boah, also das haut mich richtig vom Hocker. Alles, das ganze, ja. Also beide belegten Brote, echt ja. Hammer. Und ich glaube auch nicht so viel auf und aus, jetzt die Teriyaki-Soße, ne? Das hier ist ja relativ einfach mit genau. den Tomaten. Mhm. Teriyaki-Soße, 8 Stunden hat die gekocht. Genau. Ne? Ja, schon krass, das ist natürlich so. Ein bisschen Zeitaufwand halt. Klar, aber manche, also Soßen brauchen halt einfach Zeit. Ja, das okay. ist halt nicht so innerhalb von 5 Minuten gemacht, sondern wirklich, und das ist auch das Schwierigste in der Küche, sind einfach die Soßen. Ja, ja. Das, wir hatten es vorher davon, ja, Soßenthema. Ist eine richtige Liebe, eine Leidenschaft dahinter und du merkst es dann auch. Warum schmeckt beim Italiener die Tomatensoße so geisteskrank? Mhm. Weil die halt einfach die ganze Woche auf dem Herz steht und immer losblubbert. Ja. Und das ist dann halt so, ja, kein Wunder. Aber wenn du halt Zeit und gute Produkte nimmst und ja, dann kommt eigentlich immer nur was Gutes dabei raus. So, wir mussten kurz einen Cut machen, weil ich so Bock hatte, auf dieses Ding nochmal reinzubeißen. Nein, Spaß. Frage Nummer 1. Das finde ich immer ganz spannend, Köche das zu fragen, weil es eine sehr schwierige Frage ist und doch eine recht einfache. Dein Lieblingsgericht? Ja, das ist echt wirklich die schwierige Frage, was du glaub einem Koch stellen kannst. So, aber ja, da geht es einfach zurück in so ein bisschen die ersten Restaurant-Erfahrungen, wo ich war, und das war einfach Risotto. Also ich liebe Risotto. Ich würde es überall sofort bestellen, wenn es irgendwo auf einer Karte ist. Weil du da halt auch merkst, hey, das ist kein 0815-Gericht, wo du halt kurz zusammenrührst, sondern wirklich das, die richtige Technik. Und das habe ich in Italien damals so richtig geil gegessen, wo du dann wirklich gesehen hast, dass wirklich einer da stand, der einfach eine halbe Stunde lang nur den Kochlöffel bewegt hat in diesem Risotto und immer wieder Brühe nachgeleert hat. Und also und deswegen, das ist so in meinem Kopf geblieben. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch viel andere. Aber so Risotto fällt mir eigentlich auf die Schnelle ein. Das ist so geil. Schon geil. Und das kann ich halt immer variieren mit allem. Ja, klar. Auch gerade in die asiatische Richtung oder halt italienisch, klassisch deutsch. Also da gibt es einfach viel, viel Möglichkeiten. Was definiert ein Risotto? Dass eine bestimmte Art, wie es gekocht wird? Oder? Genau, einfach dieses langsame Kochen und immer wieder mit den Reis, mit Brühe bedecken und dann halt nachher viel Butter, viel Parmesan dazu, dass es richtig schön cremig wird. Und ja, du musst es halt immer frisch machen, weil wenn es halt 3 Minuten steht, dann ist es so ein richtiger pumpiger Brei. Und ja, und das verbindet mich auch mit damals, war noch Risotto übrig an einem Abend, habe ich Kugeln gemacht, weil wir waren auch unterwegs feiern, nachts heimgekommen und irgendwie noch voll Kohldampf gehabt. Dann einfach Fritteuse angemacht, aus dem Risotto Kugeln geformt, paniert und in die Fritteuse reingeschmissen. Kann und dann beißt du da rein und denkst so, oh, Alter. Kann man nicht buchen, wenn man von so einer Party zurückkommt. Ja, so, guck mal, was man in meinem Kühlschrank noch übrig ist. Mach mal was, bitte. Geil, Alter. Was ist das leichteste Gericht für dich, wo du sagst, also sagen wir mal, man muss auch schon den Herd damit benutzen und einen Topf draufstellen. Was ist dafür so das leichteste Gericht, wo du sagst, jemand, der jetzt nicht kochen kann, guck mal, kocht es einfach. Das ist so easy peasy. Auch eine gute Frage. Auch eine richtig gute Frage. Ja, da ist eigentlich die Resteküche, sage ich mal. Also das beste Beispiel, wir kennen alle Raclette, bleibt immer mega viel übrig. Mhm. Kartoffeln, Gemüse und alles Mögliche. Und wenn du das einfach nimmst, kleinschneidest, in eine Pfanne reinwirfst, mit Sahne ablöscht, Käse drüber, und das ganze Würz ist einfach so ein Basic, läuft. Und du hast alles zu Hause. Und das ist ja immer das, wo ich dann sage, hey, warum brauchst du sämtliche Sachen kaufen? Nimm doch einfach das, was da im Kühlschrank ist und mach was Geiles raus. Ja. Da bin ich auch so ein Fan davon. Ich mach das voll gerne. Ich gucke immer, ich stehe zwar immer ewig lang vor diesem Kühlschrank, aber ich mache ihn dann auf, stelle mich da hin. Und dann gucke ich mir so die ganzen Sachen an, die ich da drin habe. Und dann gibt es immer so Kopfkino in meinem Gehirn so, okay, was könnte ich jetzt machen? Ich habe hier eine Paprika, ich habe hier das, ich habe hier jenes.
soll ich das in eine Pfanne machen, soll ich da irgendwas kochen, soll ich den irgendwas, was kann ich dann Wasser machen, was nicht. Und so fange ich immer an zu überlegen. Ja. Und aus dem, ich finde es halt immer so geil, wenn du wenig hast und das trotzdem schaffst, daraus was zu machen. Das ist immer meine Herausforderung, wenn ich in der Küche bin und versuche zu kochen. Dass ich dann safe, aus dem dann immer irgendwas hinkriege. Und dann habe ich dann irgendwas gezaubert auf meinem Teller und denke mir so, boah, ich habe wirklich aus nichts echt was Geiles gemacht. Und ich finde es auch wirklich geil, dass man dann aus diesen Resten man sich überlegt, was könnte man denn da draus noch machen, anstatt einfach, ja, man wird es jetzt nicht wahrscheinlich wegschmeißen, aber in gewissen Situationen wahrscheinlich dann auch schon, weil man denkt, okay, brauche ich es nicht mehr, aber was könnte ich denn daraus noch machen? Und das finde ich immer, ich stelle mir selber die Herausforderung. Das ist so. Also, ja. Ich nehme mich selber auseinander. Ja. Ich krieg übel oft Bilder zugeschickt von einem Kühlschrank. Hey, ich habe jetzt noch das und das und das daheim. Stell mir mal bitte ein Rezept zusammen. Echt jetzt? Was? Also, übel oft. Übel oft. Übel oft. Ich habe das auch eine Zeit lang. Dein Postfach wird voll sein. Wenn ihr wisst, was ihr kochen sollt in eurem Kühlschrank, macht ein Bild von eurem Kühlschrank. Genau. Dein Insta-Kanal wird unten verlinkt. Spammt ihn voll mit Bilder. Gerne. Wie gesagt, das ist. Und ja, die krasseste Aufgabe war einfach aus 3 Wiener Würstchen, einer Kartoffel und einer Tomate und Paprika was zu machen. Geil. So, und dann stehst du da. Und das ist nämlich die Herausforderung für den Koch wieder, hä, wo du so richtig hirnen kannst. Ja, aber klar, du könntest kleinschneiden, alles in die Pfanne anbraten. Nein, natürlich nicht. Aber dann halt da was Geiles draus zu machen. Und das ist einfach die Herausforderung, wo auch die Köche richtig gefragt sind. Und weil, klar, aber in Laden klar, einkaufen natürlich. Und du hast was vor Augen, das kaufst du dann ein und dann ist gut. Ja. Aber jetzt halt mit fremden Kühlschränken irgendwas Geiles zusammenstellen, wo dann nachher trotzdem dieser Aha- oder dieser Wow-Effekt da ist. Ist auch geil. Das ist wie, wenn uns jemand fragt, hey, guck mal, ich habe die und die Möglichkeiten, was zu filmen. Wie soll ich das machen? Ja. So, was für ein Video könnte ich da jetzt draus machen? Ja. Das ist eigentlich genau das Gleiche wie, schick dir ein Bild, was könnte ich da draus kochen? Du musst einfach so kreativ sein, du musst dir das eigentlich vor Kopf oder im Kopf schon alles bildlich fertig haben, das Gericht, um zu wissen, oder das Video in unserem Fall, um zu wissen, was danach draus wird und was passiert und wie das aussehen könnte, das ganze Ding. Das ist so, ja. Also Köche sind meiner Meinung nach auch unfassbar kreative Menschen. Das ist ja definitiv, also, ganz krass sogar. Der Beruf ist ja nicht nur Kochen, sondern du bist eigentlich, du bist zur Belustigung da. Ja, die, Entertaining. Genau, du bist der Entertainer, du bist der Kreative, du bist, du bist der King. Der Handwerker. Der Koch ist der King. Handwerker, genau, richtig. Du bist der Handwerker noch dazu. Du hast quasi 3, 4, 5 Bereiche in einem Beruf drin. Und das ist halt das Geile am Kochsein. Absolut. Also, ich sag, nichts Geiles. Ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Früher, ich weiß noch, wenn ich mit meinem Vater essen war oder allgemein essen war und dann warst du da gegessen, sitzt an dem Tisch, ganz gemütlich, trinkst da und dann kommt auf einmal der Koch aus der Küche raus. Das war für mich immer ein brutales Erlebnis. Highlight, so, okay, das ist der Koch. Der hat das gekocht. So. Das war für mich immer so der Allmächtige. Der Schöpfer. Ja, so krass, okay, boah, ich muss jetzt... Habe ich aufgegessen und ich war dann immer so voll angespannt, weil ich so Respekt vor diesem Menschen hatte, der das Essen da gekocht hatte. Und das auch heute immer noch so. Ich finde es immer noch richtig geil, wenn ich irgendwo essen bin und der Chefkoch oder der Koch kommt allgemein raus und zeigt sich draußen mit seiner Montur, mit seiner Kochjacke. Das ist ja auch so, wie sagt man, so gewaltig einfach, wenn der dann da im Restaurant rumläuft und du dann ihm hinterher guckst und denkst dir so, krass, Mann, so, das ist der dir das Essen gekocht hat und die Idee hatte und der lässt sich jetzt zeigen. Für mich war das immer so der kleine Star. Ja, ist auch so. Das ist ja wie bei euch, wenn ihr ein Video rausbringt oder so für irgendeine Firma oder so, denkst du, wie geht sowas? Ihr habt doch auch bloß Kameras, oder? Wie funktioniert so ein richtig geiles Ding? Und das ist halt auch wieder, wo du sagst, hey, krass, wie, und das war halt einfach jeder Beruf seine Vorteile und jeder Beruf ist einfach geil und das, was mir Spaß macht, das muss ich einfach machen. Man muss Leidenschaft mitbringen. Genau, die Leidenschaft ist das, wo, und das möchte ich einfach jedem sagen, hey, bleibt einfach dran, fokussiert euch auf ein Ding und treibt es nach vorne und da gibt es keine, es gibt in keinem Bereich irgendeine Grenze. Geil. Oder gibt es bei euch im Videobereich irgendwelche Grenzen oder so? Es gibt nichts. Es gibt nichts und das ist immer, immer Vollgas nach vorne. Ja? Schön.
Mega. Fast schon abschließende Worte. Nur haben wir da noch eine Flasche, die wir noch nicht genau probiert haben. Und echt noch nicht ausgetrunken. Cheers, meine Friends. Ja, die müssen wir natürlich noch aufmachen. Weil ich habe auch noch eine Frage für dich. Und während du hier wieder höchst professionell einschickst. Bisschen weniger als sonst. Dankeschön. Stelle ich dir schon mal die Frage. Und zwar, wir hatten vorher schon den Namen Tim Raue gehört. Ja? Mhm. Kann man Fernsehkoch betiteln? Oder ja, schon auch eine gewisse Reichweite im Fernsehen unterwegs. Wer ist denn da unter diesen Fernsehköchen dein Lieblingskoch, sag ich mal? Gibt es einen, verfolgst du manche ganz besonders oder wie stehst du allgemein zu dem Thema? Also ich finde es eine mega coole Frage und es gibt halt so zwei, drei, wo dich einfach prägen, also wo du einfach alles drüber verfolgst und nahe gerade jetzt nah mit Tim Raue einfach, ja, was er für einen Werdegang hinter sich hat und ja, er steht, glaube ich, in Deutschland zurzeit für das High-Level an Küche, was geht, weil er halt einfach, ja, er gibt Vollgas und auch das merkst du in allen seinen Gerichten und dann gibt es halt, ja, es gibt viele Fernsehköche, wo du dann halt denkst, okay, das ist jetzt irgendwas daher gezaubert, alles vorbereitet oder so und dann gibt es halt viele oder paar Formate, wo halt wirklich noch handgemacht ist und wo du merkst, hey, das guckst du als Koch sogar sehr gerne an, wie jetzt zum Beispiel der Tim Melzer Sonntagabends Kitchen Impossible. Boah, beste, das ist die krasseste Sendung. Das ist die krasseste Sendung und vor allem, das bringt dir als Koch halt auch wieder was, wo du siehst, ich denke auch, oder? Das ist eigentlich die einzige Sendung, wo du angucken kannst und sagen kannst, hey, du nimmst jedes Mal irgendwas mit. Sonntag nachts ist einfach die kreativste Phase bei mir dann halt auch. Also weil du fängst dann so wieder an und denkst so, boah, jetzt lass doch mal nach Ungarn reisen und zu einer Oma richtig Gulasch lernen oder so. Das ist schon das Geile dran. Ja, also das ist keine Werbung für die Sendung, aber das ist schon... Doch, von ganzem Herzen. Tim Melzer, es sei dir gegönnt, wirklich brutales Format. Das ist ja geisteskrank, was die da machen. Heftig. Also das ist meiner Meinung nach so Endlevel. Also ich finde auch die beste Kochshow so im deutschen Fernsehen. Das ist ultra. Ja. Das macht so Spaß anzuschauen, weil wieder wirklich gezeigt und bewiesen wird, was für kreative Köpfe dahinter stecken. Nicht nur an Geschmack, an Wissen, sondern was stellt man sich da überhaupt drunter vor unter dem ganzen Gericht, was ist da vor allem auch, die haben ja wirklich mit der Oma zu tun, die das jahrelang, ihr Leben lang macht. Ja, ja, nichts anderes als das. Ja. Das ist Perfektion in Perfektion eigentlich. Genau. Und der Dude muss das kurz nachkochen. Genau. Also Kitchen Impossible, das Format, die müssen Gerichte nachkochen in der Küche von dem Koch, der quasi das Gericht entweder entwickelt hat oder schon seit Jahren kocht, wenn es die Oma zu Hause ist, ohne dass sie wissen, sie kennen das Rezept nicht, sie haben es einmal gegessen, gesehen, gerochen und müssen es dann nachkochen. Richtig erklärt, oder? Das ist doch richtig. Ja, und so funktioniert das Format. Also besser hätte ich es nicht machen können. Brutal. Fast in den Worten von Tim Melzer, wenn er die Show eröffnet. Ich kenne es schon fast schon. Nee, echt gut. Okay, also Tim Raue, Tim Melzer haben wir. Und dann gibt es halt ein Restaurantkonzept, wo ich echt einen Hut ziehe. Das hat damals der Roland Trettl aufgebaut, am der Hangar 7 in Österreich. Okay, kenne ich gar nicht. Das ist so direkt von Red Bull ist das. Und das ist so ein Restaurant, da kommt jeden Monat ein geisteskranker Koch und kocht mit dem Team dort ein Menü. Und das gibt es dann einen Monat lang. Also die kommen die Köche von der ganzen Welt, bereist dann quasi der Küchenschiff, reist zwei Tage zu dem nach Hongkong, nach Ungarn oder sonst wohin und probiert dann das Menü, nimmt sich Inspiration mit und dann kommt der Originalkoch in dieses Restaurant, kocht das Menü mit dem Team drei Tage lang und dann gibt es einen Monat lang dieses Menü und das ist immer geisteskrank ausgebucht. Das Icarus, das ist echt ein richtig, richtig geiles Konzept und ja, und da steht halt der Eckhard Witzigmann, das ist so der, wo die deutsche Kochszene geprägt hat, einfach er zusammen mit Heinz Winkler, die beide sind, glaube ich, für das stehen, wie es in Frankreich den Paul Bocuse gibt, sind die beide einfach für die deutsche Kochszene so. Ja, und da gibt es mehrere so richtig geile Jungs, wo einfach, und auch Frauen, wo mega coole Sachen machen und da gibt es eigentlich nicht den speziellen Koch oder so dafür. Und vielleicht gibt es bald eine Fernsehsendung mal mit mir oder so, das wäre natürlich ich würde es mir anschauen. Das ist natürlich das Ziel, dass irgendwann mal sonntagabends bei Kitchen Impossible ich die Aufgaben bekomme. Das ist ein Ziel. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind jetzt wieder bei der gleichen Rebsorte wie jetzt gerade vom Christian Hirsch beim Sauvignon Blanc, aber diesmal in die Pfalz nach Deidesheim zu Reichsrat von Buhl. Ja, das
zweitfavorierte Weingut von mir mittlerweile, weil sie einfach richtig geilen Stoff machen und auch die Menschen drumherum mega cool sind mit ihren Events, wo sie auch veranstalten. Mhm. Den, wo ich da kenne, den David von Kopenhagen, einfach auch so eine coole Socke wie wir, wo halt nicht so dieses Klassische macht, sondern halt Events der, mit gerade mit BMW oder so, wo einfach voll nach vorne geht und VDP-Weingut, das ist ja diese Qualifizierung, was wieder wofür die deutsche Weinszene steht. Also sobald ein goldener Adler oder so auf der Kapsel ist, ist schon was Besonderes, kann man sagen. Aha, okay. Und einfach auch wieder vom Preissegment noch relativ human. Mhm. Und ja, wie gesagt, Sauvignon Blanc ist halt einfach auch wieder dieses Frische und er schmeckt jetzt komplett ein bisschen anders. Also ihr werdet es auch selber wieder merken, dass das jetzt nicht ganz so krass Gras Australien-mäßig ist, sondern eher schon wieder so dezenter, aber trotzdem richtig geil. Mhm. Aber auch so ein bisschen zitrusfruchtig, genau, auf jeden Fall, genau. Wieder. Das ist, ja, einfach frisch. Das ist einfach diese Rebsorte, dieser Sauvignon Blanc, hat einfach diese frische Note immer mit drin, aber halt jetzt nicht ganz so krass dominant wie jetzt bei dem Christian Hirsch. Ja, der war schon auch, was eben das angeht, so ein bisschen fruchtiger. Ja. Der ist, ich würde jetzt nicht sagen flacher, eher so ein bisschen weicher einfach, was dieses Zitrus-Thema angeht. Aber auch mega lecker. Das ist so. Boah, und ich mag die sowieso, diese eher frischeren. Der hat Säure, oder? Mhm. Bisschen säurehaltigen Weißweine. Die mag ich sehr gerne. Also ich bin Team Säure. Team Säure. Der, ja genau, der Bums, der Kollege. Ja, ja, das gleich. Schmeckt man auch. Ja. Der Kollege hat der 12,5%. Ja, moin. Ja. Lecker, sehr gut. Und das Coole ist, die machen ja auch immer so Weinfest bei sich in Deidesheim. Und da ist, wenn du bei denen ins Weingut reinkommst, hängt mitten im Hof eine Disco-Kugel mit DJ, mit Lounge-Möbel und Flying Sushi und so. Also geil. Richtig, richtig geil. Das denkst du gar nicht von einem Dorf letztendlich oder so. Gerade bei denen hier. Gerade bei denen, genau. Also Buhl, Reichsrat von Buhl, das ist so, Deidesheim, das ist mittlerweile auch sehr bekannt und eigentlich für ihre Sekte, was sie da machen, sind die eigentlich eher bekannt. Und ja. Also was mir gerade hier so auffällt, dass du sagst vorhin, das sind so ein bisschen die günstigeren Varianten von den ganz teuren. Ich finde die Emblems viel geiler. Ich finde die in allem, also auch geschmacklich. Mal Real Talk. Guck mal, ich mag das, wenn da was drinsteckt. So, ich habe das Gemälde von meiner Oma auf die Flasche gepackt. Scheißegal, wie der Wein schmecken würde, ich würde diesen Wein nur wegen diesem Etikett kaufen. Da sind wir wieder beim klassischen Etikettenkäufer. Ja. Wo findest du halt das? Ohne Scheiß, das, weil ich das halt ultra geil finde. Ich so, Alter, Hammer. Wie viel, ich sag jetzt mal, Eier musst du haben, um so ein, also so ein wie sagt man dazu, Etikett drauf zu machen. Ja, voll ohne geil. Scheiß, weil ich das halt geil finde und sowas will ich halt supporten. So. Das ist halt kreativ, das ist geil und sieht alles geil aus hier. Genau. Und das ist halt, ja, finde ich oft schade, dass die dann einfach untergehen. Das ist so. Aber jetzt haben wir sie hier. Jetzt haben sie hier. Genau. Könnt ihr euch bestellen und gönnen und auch in den Genuss kommen. Also ich finde die zwei super. Wie gesagt, ich bin eher Team oder Fan jetzt von den zwei Sauvignon Blanc, die wir hier hatten. Der Riesling auch mega. Also ich fand den, wie heißt der? Virginia? Vagina. Und from Khabib. Khabib. Ja, den Sekt, den lassen wir natürlich zu einem besonderen Anlass knallen. Wenn wir hier die Aufnahme gestoppt haben. Das ist schon ein besonderer Anlass. Dann geht's hier, Nee, Spaß. Nee, krass. Also lassen wir uns den nochmal schmecken. Echt mega gut. Cheers. Cheers, vielen Dank. Schön, dass du hier bist heute. Mich freut es auch, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Mhm. So, was haben wir denn noch auf dem Speiseplan heute? Abschließende Worte. Mega krass. Das war hier wieder ein Geschmackserlebnis. Unfassbar. Von Essen bis zu Trinken und mal zu wissen, was kann man aus wenig ganz viel machen. Sei es beim Wein, sei es beim Essen. Und das ist für mich halt auch immer richtig, richtig, richtig cool, weil ich als, ich sage jetzt mal, Single, wohne alleine, was kann man denn
aus wenig immer ganz viel machen, so das ist der Beweis, du kannst aus ganz wenig noch viel mehr machen. Und das sind geile Inspirationen, geile Sachen hier, auf jeden Fall. Mega geiler Input. Bin ich dir sehr, sehr dankbar darüber. Ja, Mann. Echt, geiler Typ, war ein richtig geiler Podcast. Was ganz Neues, auch ja. Mal wieder hier mit Essen und Trinken. So. Ich bin auch gespannt, wie der bei euch ankommt, Freunde. War super cool. Gibt es bei dir noch irgendwas, was du loswerden möchtest, den Leuten mitteilen möchtest? Ja, ich sage einfach auch danke, dass ich heute hier sein durfte und einfach mal in meine Welt ein bisschen einen Einblick geben und so. Und wenn ihr Bock drauf habt, sei es ein Kochkurs oder eine Weinverkostung, schreibt mir doch einfach oder kommt mich einfach im Restaurant besuchen, in der Grindehütte, direkt am Mummelsee in Seebach, ist so eine Wander- und Eventhütte. Die Familie Zepf betreibt das Ganze und das ist einfach mega dort oben, auch auf 1200 Meter, wenn richtig geiles Wetter ist, Schnee liegt, du hast so ein Inferno-Wetter, du siehst Frankreich, du siehst die Schweizer Alpen. Also boah, ihr könnt in meiner Insta-Story ab und zu mal Bilder sehen, wie es da oben einfach richtig geil aussehen kann. Und ja, kommt einfach vorbei, ihr könnt hinwandern, ihr könnt mit dem Bus fahren, ihr könnt auch Skifahren, gibt 2 Skilifte dazu. Also Vollgas, Feuer frei und ja, wie gesagt, bedanke mich, dass ich hier sein durfte und euch die Einblicke in keine Mainstream-Weine und einfach geile Zutaten, geiles Essen dabei und vielen Dank. Schön. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir uns die Weine noch schmecken, oder? Und natürlich auch die Sandwiches hier, das haue ich mir jetzt direkt hinter die Binde. Freunde, wir wünschen euch alles Gute bis zum nächsten Podcast. Lasst eine Bewertung da, checkt die Beschreibung, checkt Loris ab. Vielen Dank. Und wir hören uns. Ja, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.